Jeder fünfte 15-Jährige beherrscht die Rechtschreibung so schlecht, dass er als Analphabet bezeichnet werden muss. Mehrere Studien hätten diesen erschreckenden Befund erbracht, erklärte der Deutsche Rechtschreibrat und forderte gemeinsame Anstrengungen von Lehrern und Schülern. Es gehe nicht um orthografische Spitzfindigkeiten. Zu viele Jugendliche beherrschten die grundlegenden Regeln der Rechtschreibung nicht.